Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. An meiner Schule arbeiten wir seit vielen Jahren mit Sexualkundevereinen zusammen und wir verstehen überhaupt nicht, warum das jetzt plötzlich nicht mehr möglich sein soll. Die Kinder können da alle Fragen stellen, die sie bewegen. Und das ist wirklich was anderes als mit uns, vielleicht schon etwas älteren Lehrkräften. Die Trainerinnen, die da an die Schule kommen, sind zum Teil Medizinstudentinnen, zum Teil Psychologinnen. Und die haben einfach einen Draht zu den Kindern, wo man sich wirklich traut, auch Fragen zu stellen, die man eine Lehrkraft nicht stellen würde.